Hallo, heute habe ich wieder ein Frei-Raus-Video für euch. Das heißt, ich teile wieder meine Gedanken mit euch zu einem bestimmten Thema und freue mich dann wieder sehr auf den Austausch mit euch über die Kommentare. Und ja, wie ihr im Titel schon sehen könnt, geht es heute um das Thema ungeschminkt sein. Und ich muss gestehen, jetzt bevor ich das Video gedreht habe, hatte ich erst meine Haare nach hinten und habe ich mir gedacht, nee, ich mache die jetzt doch auf, weil das gehört für mich auch so ein bisschen zu dem Thema mit dazu. Das heißt, insgesamt sich so zurecht machen. Was aber nicht heißt, dass man ungepflegt ist oder so. Das meine ich nicht, sondern ich bin ja schon sauber ordentlich, aber ich habe meine Haare jetzt nicht frisiert und nicht irgendwie gekämmt speziell oder irgendwas und ich habe eben gar kein Make-up drauf und eben auch kein Puder. Und ich muss gestehen, ich dachte mir so, naja, gar kein Problem. Ich bin ja auch in meinen Insta-Stories meistens ungeschminkt und so. Aber bei einem Video habe ich doch die Tendenz, mir etwas Puder ins Gesicht zu machen, weil einfach der Glanz da nochmal viel stärker rauskommt. Ich hoffe, vielleicht glänze ich jetzt auch gar nicht, Vorführeffekt. Aber normalerweise glänze ich halt eben auch mit der Spiegelreflexkamera und hier in dieser Ecke so ein bisschen. Und ich sehe es halt auch nicht, weil ich habe jetzt gerade noch keine Kontaktlinsen drin am Morgen. Und selbst wenn, das Display ist halt so weit weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, jeder Mensch macht sich über sein Äußeres Gedanken und manche mehr, manche weniger. Manche brauchen auch eine Art von Maske im Alltag oder eine Art Kriegsbemalung und andere machen sich da eher weniger einen Kopf drum und haben dann vielleicht eher Gedanken, wie wirke ich auf andere oder so. Also man kann sich, denke ich, nie völlig frei machen davon, darüber nachzudenken, was andere von einem halten. Das ist auch nicht schlimm, weil wir sind ja alle soziale Wesen. Wir wollen ja auch ein gutes soziales Umfeld haben. Das ist, denke ich, nicht das Problem. Aber was ich ganz wichtig finde und was ich erst in den letzten 1-2 Jahren so richtig für mich herausgefunden habe, ist, dass es am allerwichtigsten ist, sich selber zu akzeptieren. Und es ist sowas, so eine Formulierung, die wirkt total ausgelutscht. Und ich wusste halt früher auch nicht, wie soll ich das denn anstellen? Also meine gesamte Jugend und auch meine 20er habe ich immer so gedacht, ja, ich soll mich annehmen, wie ich bin und akzeptieren, wie ich bin. Ja, wie soll denn das funktionieren? Und ich habe jetzt für mich sowas festgestellt, weil ich fühle mich tatsächlich auch seit einem halben Jahr total wohl ungeschminkt. Also auch wenn wir essen gehen am Abend schön und so weiter, dass ich dann gar nicht mehr so drüber nachdenke, oh, ich muss mich jetzt schön machen. Da sagt man ja auch so, ich muss mich herrichten, ich muss mich schön machen, ich hübsch mich auf. Das sind ja alles so Formulierungen, wo ich mir denke, ja, natürlich kann Make-up Schönheit, natürliche Schönheit unterstreichen. Aber ich finde es schade, dass ich dann solche, also dass man so denkt, ich mache mich jetzt hübsch für so einen Anlass, weil man ist doch hübsch, wie man ist. Und natürlich ist da auch, spielt da eine große Rolle, dass mein Mann mich halt auch so unterstützt und sagt, ich finde dich schön, ich finde dich teilweise sogar schöner ungeschminkt. Und das hilft mir natürlich auch. Aber letzten Endes habe ich für mich herausgefunden, dass ich so oft versuchen konnte, wie ich wollte, mich äußerlich schön zu fühlen, wenn ich mich innerlich nicht schön gefühlt habe. Und diesen Zusammenhang habe ich halt erst so jetzt in den letzten Monaten so richtig kapiert. Und ich war vor kurzem zum Beispiel auch für eine Kooperation eingeladen und dieses Mal war es aber auch kein Beauty-Event. Das kam noch hinzu, es ging um Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Umweltbewusstsein und ich hatte da mein Make-up-Täschchen mit dabei. Aber da bin ich dann hin und habe gedacht, scheiß drauf, habe mir noch kurz die Kontaktlinsen reingemacht. Das ist dann nicht unbedingt eine reine Eitelkeitssache, dass ich meine Brille jetzt nicht tragen möchte, sondern es ist auch einfach so eine Hitze- und Komfortsache, weil ich dann auch relativ schnell auf der Nase schwitze und dann rutscht das immer runter und so. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls habe ich dann meine Kontaktlinsen rein und war da ungeschminkt und es war so cool. Und am Abend nur kurz das Gesicht gewaschen, also mit Wasser und einem Waschlappen. Und das war so angenehm. Es war so eine tolle Erfahrung. Und ich habe mich trotzdem wohlgefühlt. Und wie habe ich das jetzt gemacht? Also es kam nicht von heute auf morgen und es kam auch nicht dadurch, dass ich gesagt habe, ich finde mich schön und ich finde mich toll, so wie ich bin, sondern es kam daher, dass ich innere Zufriedenheit so für mich gefunden habe, auch wenn ich täglich immer noch mit mir hadere und überlege, wo lenke ich meine Zukunft hin. Also ich bin jetzt nicht ein total glücklicher, ausgeglichener Mensch, der immer genau weiß, was er zu tun hat, wo alles wie am Schnürchen läuft, was ja auch viele bei mir so vermuten, weil ich halt in meinen Videos auch immer drehe, in dem Moment, wo ich ja auch gut gelaunt bin. Außer so 1-2 Videos, wo ich euch auch mal so meine traurige Seite ein bisschen gezeigt habe. Die sind auch Nachgedacht-Videos gewesen, also die findet ihr auch in der Nachgedacht-Playlist.
Aber ansonsten mache ich halt meine Videos, wenn ich halt Lust drauf habe und dann bin ich auch gut gelaunt. Und viele denken dann so, ja, aber der läuft ja mal alles so easy und das ist bei keinem Menschen so. Also bei niemandem, gar niemandem. Da kann man noch so glücklich wirken, hat jeder trotzdem seine Sorgen. Und bei mir war es halt so, dass ich, das klingt jetzt voll dramatisch, aber ich habe das halt für mich so festgestellt, dass ich halt mein ganzes Leben lang schon seit meiner frühesten Kindheit eine Art Rolle gespielt habe oder am besten gleich mehrere. In der Kindheit ist es ja auch normal, dass man sich bei anderen Dingen abschaut und die dann so ein bisschen auf sich überträgt, weil man noch gar nicht weiß, wer ist man. Man lernt sich erst so kennen und das ist ja auch ganz normal, aber das hat bei mir nie aufgehört, weil ich einfach, wie soll ich sagen, ich hatte da ein Problem damit, weil ich jedem Menschen gefallen wollte. Ihr habt vielleicht schon so von inneren Antreibern gehört und meiner ist halt anderen behilflich sein, um anderen zu gefallen und anderen, ja, andere immer zufriedenzustellen. Das ist so ein ganz großer Antreiber bei mir und da hat dazu geführt, dass ich halt nicht anecken wollte und immer überlegt habe, wie könnte ich die andere Person glücklich machen und wie müsste ich dafür sein. Und das habe ich so intensiviert, dass ich da nicht mehr rauskam. Also auch meine ganze Jugend über und auch in meinem jungen, also Erwachsenenalter, so bis Mitte 20, war das für mich, habe ich das gar nicht in Frage gestellt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, wenn ich dann mal so von mir persönlich gedacht habe, oh, das ist jetzt ein Moment, das bin wirklich irgendwie ich. Und dann Menschen gefunden habe, die sich genau dafür interessieren. Und dazu hat YouTube bei mir beigetragen, aber auch Menschen in meinem Umfeld. Und dann habe ich so langsam angefangen zu verstehen, dass unter all diesen Rollen doch die echte Sissy steckt. Und im letzten halben, dreiviertel Jahr bin ich da wirklich ganz intensiv reingekommen. Unter anderem muss ich auch gestehen, durch meine Nur-was-ich-mag-Challenge. Soll jetzt keine Eigenwerbung im klassischen Sinn sein. Natürlich ist es mein Projekt und mein Buch, klar. Aber ich muss einfach sagen, dass es mir enorm geholfen hat, mich bei materiellen Dingen selber entscheiden zu können nochmal. Also ich habe halt ganz viel in meinem Leben angehäuft an Produkten und Artikeln und Kleidung und Make-up und Scheiß, um gewissen Rollen gerecht zu werden und um alle Möglichkeiten sozusagen zu haben und habe da gar nicht so drauf gehört, was ich für mich jetzt möchte, unabhängig davon, was andere denken könnten. Und das hat eben letztes Jahr so angefangen erst und mit der Challenge wurde ich immer mir bewusst selbstbewusster und stand zu meinen Entscheidungen und das hat sich halt total gefestigt und jetzt, wo ich innerlich mit mir so im Reinen bin, habe ich das Gefühl, ich mag mich auch äußerlich. Ich bin irgendwie glücklicher und zufriedener und Menschen, die glücklich und zufrieden sind, die sehen immer gut aus. Egal, ob sie groß sind, klein sind, dick sind, dünn sind, ganz egal, blond, brünett. Also ich meine halt wirklich, es ist wirklich wurscht, egal wie man aussieht, wenn man eine Ausstrahlung hat. Und eine Ausstrahlung kann man schlecht schauspielern. Also eine Ausstrahlung kommt einfach von innen und eigentlich kann man das nur erreichen, indem man halt sich annimmt von innen, wie man ist. Dann zeigt sich das auch außen. Und ich glaube, das war jetzt so der Grund, warum ich das für mich so geschafft habe. Und was ich jetzt so merke, ist, dass ich nach und nach jetzt auch noch andere Bereiche in meinem Leben dadurch angehen kann, die ich mein ganzes Leben lang nicht in den Griff bekommen habe, wie zum Beispiel das Thema Ernährung, wobei ich da immer noch auch teilweise große Rückschritte habe, weil ich halt so ein Nasch-Junkie bin, was aber nicht heißt, dass ich den ganzen Tag jetzt irgendwie in was mich reinstopfe. Aber ich habe halt normale, anständige Portionen, wobei ich dann manchmal auch schon satt wäre und die letzten 5 Löffel nicht mehr essen müsste. Und ich esse jeden Tag eine Kleinigkeit, ob das jetzt ein Oreo-Keks ist oder ein Schoko-Joghurt oder irgendwie halt sowas. Und das kriege ich teilweise in den Griff mit dem Gedanken zu sagen, was tut mir seelisch gut und was tut mir körperlich gut. Und die Ernährung sollte ja eigentlich nur das Körperliche abdecken, zwischendurch natürlich auch mal das Seelische, aber ich muss gucken, dass ich, wenn ich solche Gelüste habe, auf Süßes immer abwäge, ist es jetzt was, was mein Körper braucht? Brauche ich tatsächlich gerade Zucker? Oder ist es eher was, wo ich emotional was für mich tun muss? Und ja, ich bin trotzdem nach wie vor nicht so, dass ich sage, ich fühle mich mega schön, ich bin perfekt, so wie ich bin, ich will gar nichts an mir ändern. Das ist auch nicht. Also habe ich ja gerade jetzt auch vom Video gemerkt, dass ich überlegt habe, wie mache ich jetzt meine Haare, wie fühle ich mich doch etwas schöner und frischer. Aber ich finde das auch normal. Trotzdem finde ich mich gut. Also ich finde mich schön, aber zwischendurch habe ich trotzdem Lust auf Make-up und freue mich auch drauf und sehe das dann nicht mehr als Maske, weil ich mache ja schon sehr lange kein starkes Make-up mehr, sondern gucke einfach, was sind meine
Sachen, die ich mag in meinem Gesicht und wie kann ich die noch so ein bisschen hervorheben und verschönern. Und darum geht es für mich persönlich beim Make-up, aber es kann natürlich auch eine Kunstform sein und jeder sollte daraus machen, was er persönlich möchte. Ja, und jetzt bin ich super gespannt auf eure persönliche Meinung zu dem Thema. Ich werde euch eine kleine Umfrage in die Infocard packen und hier unten in den Kommentaren können wir uns wieder gemeinsam austauschen über das Thema. Da freue ich mich schon sehr darauf, dass wir uns einfach wieder so gemeinsam ein bisschen motivieren können, was hier immer super läuft bei diesen Frei-Raus-Videos. Da freue ich mich wirklich sehr darüber. Und ansonsten, wenn ihr noch weitere Videos in der Art sehen möchtet, dann könnt ihr zum einen auch gerne Videovorschläge in die Kommentare schreiben oder auch mal in der Frei-Raus-Playlist vorbeischauen. Da findet ihr eben noch mehr Videos dieser Art. Und hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, da verpasst ihr auch nichts. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!